Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Wir sind immer noch in Gallopolis und müssen uns nun mit Prinz Fares treffen, denn der hat möglicherweise eine Möglichkeit für uns. Möglicherweise hat er eine Möglichkeit für uns, ja, das ist möglich, dass wir an den Zweig von Yggdrasil kommen, der ja, naja, ein Nationalschatz des Sultans ist, beziehungsweise von Gallopolis, und es dürfte schwer werden, da anderweitig ranzukommen, und wir sollen uns hier beim Zirkus mit ihm treffen. Da sehen wir auch schon mal ein bisschen rein in die Manege, aber ich sehe jetzt allerdings nicht den Prinzen hier. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür... Die Vorstellung beginnt gleich, also kann ich euch leider nicht durchlassen. Kommt später wieder. What? Die Abendkasse ist gleich nebenan. Na gut. Das Zelt ist tagsüber nicht geöffnet. Ihr beiden, ihr verbreitet total widersprüchliche Informationen. Was soll ich denn davon halten? Naja, wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Wir werden hier jetzt übernachten. Und zwar bis zur Abenddämmerung. Und dann müsste der Prinz ja eigentlich auch schon dort sein. Ich weiß nicht, ob er dann vor dem Zirkuszelt direkt wartet. Oder was da los sein wird. Ich denke auf jeden Fall, dass er von uns verlangen wird, dass wir irgendwie das Dünen-Derby für ihn gewinnen, weil er nämlich doch nicht seinen eigenen Fähigkeiten vertraut. Dieser andere Reiter, der ja mit ein Favorit ist, der scheint da ein bisschen gefährlich zu sein. Wo ist denn der Prinz? Er muss doch hier irgendwo sein. Wir haben doch schon Abend. Wir haben doch schon Abend. Wieso denn tagsüber? Es ist doch schon die Abenddämmerung. Wollt ihr mich verscheißern? Oh, der Holzfäller. Habe ich, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt. Nice. Die Mission hatten wir doch schon, oder? War das nicht... Ach ja, da sollten wir diesen einen besiegen. Diesen Dünen... Sandwächter... Whatever. Wir können dann mal eben gucken. Reisetipps, Info... Nein, ich weiß gar nicht, wo wir unsere... Wo sehen wir denn nochmal unsere Mission? Verdammt, ich hab das... Da, Missionsverzeichnis. Geht doch. Die haben wir abgeschlossen. Jetzt haben wir die beiden gerade in Arbeit. Koopkraft, das Tier in mir einzusetzen, um einen Spitzwurm zu besiegen. Und Goldkaktuskugel müssen wir auch bekommen. Das dürfte, wie gesagt, beides außerhalb von Gallopolis stattfinden und wird vermutlich auch nicht ganz so einfach. Das wird nicht ganz einfach. Denn selbst mit vier Charakteren haben wir festgestellt, wir ruhen uns jetzt aus, und zwar bis zur Nacht. Wir haben festgestellt, dass trotz vier Charakteren die Monster doch nicht so schwach sind. Also das ist schon herausfordernd. Da ist der Prinz. Da ist er. Natürlich maskiert, damit es hier keinen Aufruhr gibt. Ihr seid gekommen, ausgezeichnet. Der Zirkuslärm wird es uns ermöglichen, uns zu unterhalten, ohne belauscht zu werden. Sollen wir hineingehen? Ja. Gut, die Zirkusvorstellung hat bereits begonnen. Wir sollten unverzüglich hineingehen. Außerdem werden wir dort diesen großen Rionaldo sehen, der ja, soweit ich das im Intro gesehen habe, auch ein zukünftiger Charakter unserer Gruppe wird. Aber mal sehen, durch welche Umstände er uns beitritt. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time for the act you've all been waiting for. The wandering wonder who amazes audiences wherever he goes. Prepare yourselves for an experience like no other. Prepare yourselves for the great Sylvando! Hmm.
Ladies and gentlemen, please. There is no need to be afraid. The great Silvando will never endanger his adoring audience. After all, darlings, you are the ones who make this show so special. I love you all. Thank you. Thank you. Quickly, we must talk while the people are distracted. And please, not a word of this to anyone. Now, as you may be aware, the Sun National is the most important event of the year here in Gallopolis. And tomorrow, I am due to make my debut in the race to end all races. However, there is a problem. One teeny tiny, terrible problem. Du kannst nicht reiten. I cannot ride. In fact, I have barely so much as sat in a saddle. Ja, das war so klar. I have so far been able to hide this unfortunate fact, but if I were to take part in the race, the inconvenient truth would surely be uncovered. Das heißt, wir müssen deine Schmach abwenden, indem wir deinen Platz einnehmen. And yet I have no choice. For a prince of Gallopolis not to take part in the Sun National on the year of his coming of age is unthinkable! Unthinkable! So you see, your coming here was fated. It is a sign. The forces of destiny mean me to use you as my double. Ta-da! Wie begeistert er davon ist. Er macht seine eigene Show draus. Naja, von der Größe, kam das von der Größe hin? Ich weiß gar nicht. Also, wenn man ihn maskiert. Your double? How's that gonna work? Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? Ah, the fates have provided that also. For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from view. Boah, das kommt uns natürlich gelegen. Oh, please, please. I beg of you. You must help me. You must enter the Sun National in my place. Oh, warum nicht? Ehrlich gesagt. You are the most pathetic excuse for a prince I've ever seen. If you think we're going to help you lie to your people, you've got another thing coming. Veronica, krieg dich mal ein. Wir müssen auch überlegen, wie wir denn sonst an den Yggdrasil 2 kommen sollen. Das geht nicht anders. Is that so? Then I assume that your need of the rainbow is not so great after all. Sag ich ja. Wow. Talk about shameless. Die Kleine ist einfach unglaublich. Und dass sie jetzt in so einer Gestalt ist, das bringt das natürlich nochmal ganz anders rüber. Call me what you will, it changes nothing. You will do as the fates wish and take my place in the race? Yes? Ja. I knew you would see sense in the end. Thank you. I will talk to my father about the rainbow as soon as the race is over. You have my word. Ja, ich vertraue ihm da auch tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass er ein schlechter Typ ist. Er ist vielleicht ein Feigling, aber kein schlechter Typ. I took the liberty of arranging rooms for you at the inn. Rest well. I will see you in the stables, bright and early. Breit und early, okay. Da müssen wir wohl noch mal einheben, wa? You will find the stable entrance in the western part of the city. Do not be late. Now, I must be on my way. Farewell, friends. Ja, tschüss. Und die Menge feiert ihn. Na, Waldes und Gefährten verbringen die Nacht in den Räumen, die Prinz Fares für sie angemietet hat. Ich find's übrigens, also manchmal regt mich das auf, dass die einfach so grundlos Namen ändern. Beispielsweise bei Rionaldo, der ja wohl im Original Silvando heißt. Wo ist denn jetzt das Problem, ihn im Deutschen Silvando zu nennen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Ja. Ein neuer Tag. Und wir müssen demnächst das Dünen-Derby bestreiten.
ohne vorher trainiert zu haben. Guten Morgen. Wie ich höre, habt ihr den Abend im Zirkus verbracht. War das nicht ein wirklich wunderbares Spektakel? Und heute findet das Duden-Derby statt. So viele Gelegenheiten, sich zu vergnügen. Die Straßen da draußen sind bereits voller Leben. Verzeihung, ihr wollt wissen, wo die königliche Umkleide ist? Na, es handelt sich natürlich um den prachtvollsten Raum in den Stallungen. Die befinden sich westlich der Koppel. Viel Spaß beim Rennen. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir sollten vielleicht einmal vorher speichern. Denn falls wir das Rennen verkacken, können wir einfach laden. Nein, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob man das verkacken kann. Ich denke mal, dass es durchaus für unser Vorhaben von Vorteil sein kann, wenn wir das Rennen gewinnen im Namen von Prinz Fares. Beichte. Ja, wir wollen speichern. Sehr schön. Immer diese Kirchenmusik. Na gut, es ist eine Kirche, was wundere ich mich darüber. Okay, gehen wir also in die Stallungen. Dann werden wir hier wahrscheinlich demnächst auch unseren Widersacher kennenlernen. Prinz Fares? Ja, seine Hoheit ist hier durch, in der königlichen Umkleide. Ihr dürft eintreten, aber bitte vergesst nicht, den nötigen Respekt zu wahren. Du meinst, wenn ich den Prinz nackt sehe, sollte ich den nötigen Respekt vor seinem Dingeldongel wahren? Okay. Aber er zieht sich ja sowieso gar nicht um, von daher. Ah ja. Feierliche Tracht. Den Sternen sei Dank, ich hatte fast schon befürchtet, ich würde tatsächlich versuchen müssen, auf einem Pferd zu reiten. Kommt jetzt, das Rennen wird bald beginnen. Und keine Angst, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Wenn ihr tut, was wir vereinbart haben, frage ich meinen Vater nach dem Zweig. Also, seid ihr bereit? Yes. Gut, beeilt euch. Ihr müsst die königliche Galopolis-Tracht und den dazugehörigen Helm tragen. Keine Angst, sie werden euch passen wie angegossen. Da bin ich mir sicher. Waldes nimmt die Tracht und den Helm des Prinzen und zieht sie an. Wie für euch gemacht! Niemand wird auch nur für eine Sekunde den Verdacht hegen, dass ihr gar nicht der Prinz von Galopolis seid. Es kommt auch von der Größe erstaunlich gut hin. Also dann, das Rennen beginnt gleich. Euer Ross wartet draußen. Sobald ihr fest im Sattel sitzt, macht ihr euch auf den Weg zur Koppel. Die Rennbahn liegt dahinter. Wir treffen uns dann nach dem Rennen in dem Durchgang, der zur Rennbahn führt. Ihr werdet mir den Helm übergeben und niemand wird etwas merken. Geht jetzt und denkt daran. I want you for an adventure. Ihr seid der Prinz von Galopolis und euer Publikum setzt große Hoffnungen in euch. Lasst mich nicht als Trottel dastehen. Das schaffst du schon genug allein. Okay. Also auf das königliche Ross. Wow. Ah, Prinz Fares, ihr habt eure Rennvorbereitung doch gewiss abgeschlossen. Das beste Ross im ganzen Reich erwartet euch. Bitte steigt auf und begebt euch zur Rennbahn. Euer bewunderndes Publikum harrt euer. Adam. Tadadam. Prinz Fares, du wirst es schaffen. Ich bin so erhaben. Und ich werde gewinnen. Ich werde das Dünen-Derby gewinnen. Ist hier irgendetwas, was wir uns angucken können? Nope. Sie salutieren alle, das gefällt mir. Dies ist der Zugang zur Rennbahn, euer Hoheit. Sind eure Vorbereitungen abgeschlossen? Herr Sichadat. Sehr gut, euer Hoheit. Möget ihr ein erfolgreiches Rennen bestreiten. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was unser Widersacher drauf hat. Das Dünen-Derby von Galopolis beginnt. Viele Leute sind gekommen. Hello, Galopolitans! This is... no ordinary Sand National! Ganz ehrlich, der hat das Charisma eines Waschlappens. Nach dem Ausringen. Hooray! All hail, Prinz Fares! Wink doch mal, wink ihn zu! Wie Serena aussieht, ist einfach der Hammer. Ah,
It must be wonderful to be so popular, darling. But of course, you are used to it. Being a real live prince, huh? The name's Silvano, by the way. One of the other riders had a little whoopsie, so I had to step in at the last minute. A little whoopsie? Okay. Irgendwas führt er doch im Schilde. But don't think I'll be going easy on you just because you're royalty. Where would be the fun in that? Try to keep up, little princey. Und wo ist denn der andere, unser großer Widersacher da? Dieser, wie ist der, Typhoon oder so? Oder irgendwie sowas? Scheint auch egal zu sein, vielleicht. Vielleicht wurde der Name einfach nur so gedroppt. Gegen Silvando also. Ratschläge für Rennreiter. Halte RT gedrückt, damit dein Pferd losgaloppiert, und drücke X, um an den Zügeln zu ziehen und die schwierigen Kurven schön eng zu nehmen. Während dein getreues Ross über die Rennstrecke rast, verliert es nach und nach an Ausdauer. Diese kann aber wieder aufgefrischt werden, indem du durch einige der grünen Wirbel reitest. So bist du um 0, nichts wieder im Rennen. Los! Ah. Warum lehnt er nicht in die scheiß Kurve? Ach so, weil das... Ah, ich vergaß. Das ist ja gar kein PlayStation-Controller. Da läuft das ja anders. Okay. Nein! Anspornen! Geh in die Kurve! Da sind wir schon wieder nicht richtig durchgekommen, oh Gott. Ich muss es echt noch lernen hier, aber wir kommen ihm langsam wieder näher. Durch den grünen Wirbel. Hier durch den grünen Wirbel. Oh Gott, der ist aber schon echt nicht, der ist schon echt nicht leicht hier, der Silvando oder Rionaldo, wie er in Wahrheit heißt. Nein, gut gemacht, aber ganz knapp. Zweiter sind wir geworden. Aber auch nur, weil ich das am Anfang mit dem X-Knopf verkackt habe. Der ist bei dem PlayStation-Controller woanders. You are most talented. A far more natural horseman than I had anticipated. Echt? Und ich bin enttäuscht von mir. Ich hätte gerne den ersten gemacht. Now quickly, my public await. I shall take the reins from here. Fear not, my friend. I have not forgotten my promise. I will discuss the rainbow with my father, just as soon as my people have finished showering me with adulation! Oh Gott, diese überschlagende Stimme. Ich sollte vielleicht die Tracht ausziehen, sonst fällt das wirklich noch auf. Gott! Prinz Fares tritt hinaus auf die Rennbahn, wo er vom begeisterten Jubel der Zuschauer empfangen wird. Praise the fates. Our plan was a success. Sehr gut. Thank you. You have spared me great humiliation. I will go immediately to my father and ask about the rainbow. All hail, Prince Faris, pride of the desert, horseman extraordinaire. Darling, you are fabulous. It was enough to bring a tear even to my jaded eye. Was will er denn jetzt hier? Wait, don't tell me you were... Surely you didn't let your understudy take the stage for the command performance? Oh, this is too good!
Wait, wait! But you do not understand the pressure I am under! A prince of Gallopolis who could not ride a horse is a disgrace to the kingdom! Und jemanden, der lügt, eigentlich auch. Aber naja, wir wollen halt den Schillerzweig. I did what was necessary for the sake of my people! And now all can be forgotten. Yes? And there was silly old Silvando thinking that knights never retreated in the face of adversity! Silence! I am the prince of this kingdom, and I will not have a traveling jester lecture me on chivalry! A thousand pardons, your highness! Uh-oh. Enter! The Sultan wishes to see you, Your Highness. Your magnificent display of horsemanship has pleased him greatly. Außergewöhnlicher Reitkunst? Haben die alle Tomaten in den Augenhöhlen oder was ist da los? Very good. I will come right away. Oh, Rinaldo kennt unser Geheimnis. My promise still stands. Come to the throne room in a little while. We will see what can be done about this branch of yours. So nice to see a royal with the common touch. You were wonderful out there today, darling. Maybe we'll get to share the stage again soon. Na, das scheint ihm ja gefallen zu haben. Oh Gott, creepy face. Dynamisches Double. Dafür, dass du als Double von Prinz Fares am Dünen-Derby teilgenommen und ihm somit mächtig aus der Patsche geholfen hast. Als nächstes müssen wir also... Oh, ich kann nochmal mit ihm reden. Hm, wart ihr die ganze Zeit über da drin? Na egal, der Prinz ist wunderbar geritten. Der Sultan war bestimmt beeindruckt. Er hat seinen geliebten Sohn gleich nach dem Rennen in den Thronsaal rufen lassen. Es ist ja mal schade, dass ihr das Ganze verpasst habt, aber lasst den Kopf nicht hängen. Bald gibt es wieder ein aufregendes Spektakel. Okay, können wir also regelmäßig hier an so einem Rennen teilnehmen? Ist das so? Das wäre schon cool. Vielleicht, um sich ein bisschen Gold dazu zu verdienen. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal versuchen, an den Schillerzweig zu kommen. Mal sehen, ob das klappt. Palast des Sultans. Da ist auf jeden Fall auch Fares. Truly, I am humbled. All I have ever desired is to fulfill my duties as a prince and as a knight. Father, if I may, I have promised to assist these travelers. Would you permit me to explain? Gladly, my son. It warms my heart to see you aiding those in need. Truly, you have taken the knight's pledge to heart. Thank you, Father. The truth of the matter is that my friends here have come to Gallopolis in search of the rain. Your Majesty! Oh. The beast has returned! It attacked one of our men while we were out on patrol. Nein. The Slayer of the Sands is back! Why must the accursed creature always appear on this, the happiest day of the year? We will stand for this no longer! I must dispatch my finest knights and ensure that the fiend never again returns to terrorize the Celestial Sands. But wait! My boy, the fates are speaking to us! Capturing the Slayer would be the perfect way to show your people what a fine knight you have become! Oh Gott, Fares macht sie doch jetzt schon in die Hose. What? Father, so many of our bravest men have confronted the creature and perished. Surely, I do not stand a chance.
Truly, it is the most able who are the most humble. But you cannot hide your true feelings. You are trembling with excitement. Der kennt seinen Sohn ja wirklich gut. This is your moment, Faris, my boy. Capture the Slayer and take your place in history. But very well, father. Yay! I shall begin my preparations right away. Tja, also wir werden ihm wahrscheinlich auch hier wieder aus der Patsche helfen, aber irgendwann bricht sein Lügenkonstrukt halt in sich zusammen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Oh, a thousand pardons. The rainbow will have to wait. Meet me in my chambers. There is something we must discuss. Oh. Ja, durchaus. Just breathe, Faris. Oh Gott. Was will der noch sagen hier? Prinz Faris, ich glaube. Ah, jetzt in seinen Gemächern. Hat er ja schon angekündigt. Tja, also auch da werden wir ihm aus der Patsche helfen müssen. Ansonsten sehe ich schwarz für den Prinzen. I beg of you, the Slayer of the Sands will tear me limb from limb unless you aid me. Have pity on a desperate soul. Ja, so unterwürfig. Spoken like a true desert knight. Seriously, can't you handle this on your own? No! No, such a thing is impossible. I am no knight. I neglected my training. I allowed my vassals to fight all my battles for me. Das heißt im Prinzip, ja, im Prinzip bist du eine totale Fake-Nummer. Oh, it is not my fault. I am an only child. I was coddled from birth and praised for the most insignificant of achievements. Ja, schön, dass es einsieht. I did not wish to disappoint my parents or my people, so I found ways of seeming to fulfill their expectations without necessarily doing so. But the more I fulfilled them, the more their expectations grew, and now finally they expect the impossible. Oh, it's so unfair. Ja, aber du hast damit angefangen. Don't you see? If you refuse to help me, I will be sent to my doom, and through no fault of my own. Please, will you take pity on your old friend? Gott, ist ja lächerlich. Aber ganz ehrlich, ich will gegen den Wüstenwüter kämpfen. Oh, thank you. 10,000 thank yous! And fear not, I will speak to my father about the rainbow as soon as the beast is captured. We must make preparations to depart immediately. I will await you at the castle gates. What a pathetic excuse for a prince. Goodness knows what'll become of Gallopolis with him in charge. Naja, er würde eine Marionette von irgendwelchen anderen Königen sein. Oh, we mustn't be so hard on him, Veronica. I'm sure it can't be easy growing up with everyone expecting so much of you. Gut, die nächste Aufgabe ist es für uns also, den Wüstenwüter zu erledigen. Es dürfte nicht allzu einfach werden, wie gesagt. Ich denke mal, das ist ein Boss. Und der wird recht stark sein. Allerdings haben wir unsere Caster mit an Bord. Und durch die ist unsere Kampfkraft da schon mal gestiegen. Der Wüstenwüter ist aufgetaucht. In Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, dass wir Soldaten wachsam bleiben. Hm, Prinz Faris? Er schien die Stadt verlassen zu wollen. Tatsächlich wirkt es so, als gäbe es einen ziemlichen Aufruhr. Okay. Ein Armbrust-Azubi. Ist das irgendwie... Was soll das eigentlich heißen? Hat das irgendwas mit... Das ist doch irgendwie eine Anspielung auf irgendwas.
Werden wir noch herausfinden, da ist Prinz Fares. Ah, da seid ihr ja. Ich habe meine Männer angewiesen, vor den Stadttoren zu warten. Kommt und gesellt euch dort zu uns, sobald ihr bereit seid. Ich bin bereit. Ich bin bereit. I mean no disrespect, Your Highness, but how could you do this to us? You have volunteered us for certain death. Fear not, trusted retainers. We do not journey into the jaws of danger alone. Na, immerhin kommt er offensichtlich mit. Das ist schon mal besser, als uns alleine hinzuschicken. Ha! Impeccable timing as always. Allow me to introduce our knights in shining armor. These brave adventurers have agreed to capture the Slayer for us. Now, the beast's lair is said to be located deep within the celestial sands. The fastest route is through the checkpoint to the west. We march immediately for Gallopolis! For Gallopolis. Diese Begeisterung ist unglaublich. Und diese Helme auch. Room for a little one? Oh, I'd hate to miss a good beast hunt. Huh? Oh. Hop. Adapt. There's no such thing as a good beast hunt, friend. If I were you, I'd run along back to the circus. Well, aren't you just a lovely, patronizing little dear? Look, I'm worried about the half-wit prince getting himself killed. Can I come with you or not? Natürlich. At least one of you has some sense. Lead on, darling! Oh, Mann.